Hier machen wir jetzt weiter bei dem Croggerino. Oh, das ist jetzt ein komisches Gefühl, diesen Controller gerade in der Hand zu haben. Weil ich jetzt mit N64-Controller gespielt habe eben. Bei Majora's Mask. Ja, da ich letzte Monate habe ich immer nur aufgenommen aus dem Stream. Außerhalb vom Stream. Das ist jetzt mal wieder das erste Mal, dass ich das im Stream spiele. Und das sage ich halt für Leute, die das später hier auf YouTube sehen. Denn das wird ja immer noch in Folgen geschnitten, hochgeladen. Auf den Weg zu den 100%. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde irgendwann mal im Stream weitermachen, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen. Und das ist jetzt. Letztes Mal bin ich dann hier stehen geblieben, bei dem Croc. Und für alle, wie gesagt, die das auf YouTube gucken, könnt natürlich auch gerne auf Twitch folgen. Gerade sonntags gibt es hier Zelda-Content. Morgens, ab 10 Uhr. 10 Uhr am Wochenende? Wer ist denn da schon wach? Was ist denn für eine Uhrzeit? Und geht das denn so? Also, ihr wisst ja selber, ich sammle dir gerne diese Sachen mit den Dingen, die mir hier rumliegen, anstatt mir das sehr easy zu machen. Das macht mir immer so Spaß. Deshalb nehme ich gerade echt nur das gerade hier mit, was hier liegt. Und probiere es mal. Ich habe jetzt aber auch nichts markiert mehr, oder? Nee, das war der letzte Croc, der noch markiert war, vom letzten, was ich letztes Mal aufgehört habe. Unten rechts sieht man 88,12%. Wir sind auf dem Weg zu den 100%. Es ist nicht mehr so weit. Es sind aber noch immer über 200 Crocs. Und ich wollte eigentlich mal, umso näher ich an die 100% komme, oder an die 1000 Crocs komme, wollte ich eigentlich mal alle Markierungen hier über das Land hinweg setzen. Ich habe, wie viele Markierungen habe ich noch frei? Eigentlich hätte ich noch schon genug frei, weil es sind ja keine 300 Crocs mehr. Dass man komplett alles markieren kann, wo noch ein Croc fehlt, das ist einfacher, als ständig halt die ganze Zeit auf dieser interaktiven Map zu gucken. Aber das habe ich jetzt für den Stream jetzt gar nicht gemacht. Lag da noch was? Fährt das Ding da mit rüber? Ist die Strömung? Passt die Strömung? Tudel, was sagst du dazu? Lass mich in Ruhe. Okay. Da kann man... Ja, es geht! Es geht! Das wusste ich gar nicht, aber es muss ja gehen. Aber leider reicht das, glaube ich, nicht, oder? Hätte ich das nicht so schon mal gemacht mit Tulin? Kann ich nur mit Tulin das machen? Ich könnte natürlich auch einfach einen Ventilator ansetzen. Nein, nicht reden! Nicht reden! Ich möchte gerne... das muss... Oh, ich hänge hier so fest gerade. So, jetzt. Dankeschön. Das wollte ich ganz halt. So, endlich mit ein bisschen mehr Niveau im LP. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Juju. Vor allem sehen die Leute den Chat eh nicht. Jetzt ist Tulin weg. Ja, vielleicht sollte ich doch so langsam einen Ventilator ransetzen. Oh, ich sehe gerade was. Das Bild ist, glaube ich, ein bisschen ausgeschnitten unten. Kann das sein? Ja. Ja. Das Bild ist falsch. Moment mal eben. Das Bild ist wohl noch... Ach so, ich weiß warum. Weil ich das letzte Mal Mario Galaxy 2 gespielt habe. Und damit ihr keinen schwarzen Rand die ganze Zeit irgendwie seht im Bild, wird das perfekt geschnitten. Aber hier brauche ich das ja gar nicht. Hier ist das Bild ja 1080p. Nee. 1920 zu 1080. So würde ich sagen. Wird ja nicht los kaputt machen. Aber. Mir fällt gerade auf, man hätte es natürlich sogar. Man könnte das sogar andersrum drehen. Warte, ich mache was anderes. Moment. So. Geht das nicht auch? Warum ist das jetzt weggeflogen? Scheiß Ding. Weißt du, was nervt? Croc. Du bist hier gerade voll im Weg. Ganz ehrlich, du musst da vorne hin. So. Ich habe hier einfach keinen Platz. Danke. Problem ist nur, dass ich das Ding aktivieren muss. So. Und dann einfach so machen. Das war viel einfacher als... nein, ich will das... falsche Richtung. So, perfekt. Ja, genau dahin. Ja. Man könnte auch mit dem Croc einfach außerhalb rumgehen im Wasser, ne? Wisst ihr, wo wir gestartet sind? Hier. Ich hätte auch einfach da außen rumgehen können. Ist egal. So.
echt, Chip? Ich finde die Crocs mit dem Rucksack eigentlich immer sehr fun, die da hinzubringen. Macht voll Spaß. Kommt immer auf die an. Es gibt ein paar, die sind nicht so cool. Aber, es gibt auch genug gute. Die tun dir immer so leid. Wie viel hast du denn da jetzt gemacht eigentlich, Iori? Hast du das Spiel 100% gespielt? Ach, ich drücke jetzt immer B. Ich bin jetzt gerade voll im anderen Game. Dass ich den falschen Knopf drücke. Anfänger! Profi! Okay, jetzt muss ich mal eben... Ja, vor allem, weil sie zwei auf einmal geben, ne? Geht schneller. Ich glaube, davon gibt es 200 Stück. Oder waren es 100 Stück? Zelda TOTK, interaktive Map. Ich nehme zwar auch nebenbei auf, es kann aber gut sein, dass ich das nicht dann extra noch schneide oder sowas, sondern das einfach so hochlade, wie es jetzt im Stream hier passiert. Ohne irgendwelche Cuts oder so. Wahrscheinlich ist halt immer ein bisschen einfacher, ne? Ich habe das ja schon mal erzählt, wie ich das eigentlich mache. Wenn man halt aufnimmt für sich und immer da, wo die Tonspur... Naja, leer ist, wo keine Tonspur... Ach, warte. Nicht. Das war richtig. Wo die Tonspur halt... keine Tonspur ist. Wo ich merke, wo ich sehe, dass ich da nicht geredet habe, da schneide ich halt genau da an diesem Punkt, schneidet man dann weg. Das ist halt so einfach. Aber im Stream rede ich halt auch so ein bisschen mehr nebenbei. Ist ja klar. Erstmal mal ein paar markieren wieder. Erstmal gucken, wo fehlen welche und wo nicht. Ich habe keine Struktur hier so drin. Ich mache hier wirklich ein bisschen frei Schnauze. Weil es... Ja, ne? Weil es einfach so will. So. Also, wir können ja schon mal die angehen, die wir jetzt sehen erstmal. Da hinten. Jo. Noch lange nicht. Du, ich hab bei mir jetzt aber auch lange gedauert, bis ich überhaupt in diese Prozent. Ich habe auch echt, eine Zeit lang echt nicht gespielt. Man muss aber auch sagen, ich habe erst alle Sidequests gemacht. Alle Sidequests, alle Schreinquests, wobei Schreinquests waren nicht mehr so viele. Und, wie man hier auch gerade sieht, alle diese Burg da, Schilder, habe ich auch gemacht. Und erst dann habe ich angefangen, die 100% anzugehen. Und die 100%, da zählen die Sidequests und die Schilder hier nicht rein. Dementsprechend, man hätte die 100%, wenn man die als erstes angehen würde, wäre man schon viel, viel schneller fertig. So wie viele andere, wie ich schon oftmals gesagt habe, die haben schon nach über einen knappen Monat später, hatten welche halt 100% viele, die halt echt viel gespielt haben, aber auch sehr schnell im Internet nachgeguckt haben, wo alle Sachen sind, ne? Die sind aber auch dann überwiegend nur auf dem Weg gewesen zu den 100%. Die dauern jetzt so lange. Ich finde die spaßig. Eins der Hylian hat mich wieder gequält. Aber es soll ja auch schwer sein, oder nicht? Kroggies! Du hast ja mittlerweile die 100% gemacht, Nico, soweit ich weiß. Bumm! Hab ich jetzt echt komisch... Hab ich nur so wenige gemacht? Ja, ich habe hier hinten auch noch einen gemacht. Waren es echt nur drei Stück, die ich markiert habe? Was? Nicht, dass ich da einen vergessen habe. Ne, hier waren ja schon zwei. Na ja, klar, die waren schon da. Gibt es denn hier oben noch einen Teleporter hin? Natürlich nicht. Ja, gut. Im Normalfall ist es ja sowieso besser, wenn man das fliegende Gerät nutzt und dann die ganzen Kroggies macht. Mir fällt auch gerade auf. Ist auch gar nicht schlecht, wenn ich das sogar vom Stream aus hochlade hier. Dann kann ich diese Folge sogar noch am Aufnahmetag gleich veröffentlichen. Schönen abends. Ja, wenn man nämlich... Wenn ich das nämlich rendern muss und so, ich muss auch sagen, ich nutze ein altes Schnittprogramm, weil das neue Schnitt, das andere Schnittprogramm, was ich nutzen will, hier, DaVinci Resolve. Das ist auch free und soll sehr, sehr gut sein. Ich habe schon mal reinguckt, ja, ich müsste mich damit auseinandersetzen. Aber mein Grafikkarte macht dann so komische Sounds und Spulen, habe ich schon mal gesagt. Spulenfiepen kommt dann, deswegen ich das nicht nutzen kann, weil das neben echt nervig ist, der Sound. Hier soll einer sein? Er könnte halt auch wieder unten sein, ne? Da ist mein fliegendes Gerät ja gleich wieder weg. Oh. Habe ich da oben nicht noch einen? Ja, da. Aber ich muss da sowieso hier nochmal rumgucken.
Na gut. Nein, nicht wieder da doof gegenfliegen. Und er dreht sich um. Und es passiert wieder. Und es passiert schon wieder. Und ich kann nicht weglenken. Danke doch. 97% jetzt etwa. Ist er da ganz unten gewesen? Wo soll er denn sonst sein? Warte mal, vielleicht habe ich falsch markiert. Da beim Baum? Einmal muss ich bei der interaktiven Map auch ein bisschen mehr ranzoomen, dass ich genauer sehe, wo es startet. Ah nee, es ist eine Blume. Nee, nee, es ist so eine Blume. Man sieht es gerade. Die startet hier, genau. Da habe ich mir schon mal was zu gesagt. Na, die Blumen... Es kommt auf die interaktive Map an, aber bei der Blume hier, da zeigen sie immer nur an, wo der Krog ist, aber nicht, wo die erste Blume ist. Bei den Plattformen, wo man von der Plattform zum Kreis rennen muss, zeigen sie komischerweise an. Ja, das ist richtig markiert. Wo man hin muss. Wo der Start ist. Ich weiß nicht, warum sie es bei diesen Blumen nie machen. Auf der Map. Aber du kannst draufklicken und dann siehst du ein Bild. Und auf dem Bild wird das wahrscheinlich dann angezeigt. Fand ich aber auch komisch, weil ich glaube, auf der anderen Map, es gibt zwei interaktive Maps. Ich glaube, da haben sie das, bei anderen haben sie es gemacht. Ja, es gibt halt... gut, ich habe nicht die App vor mir, Neko. Ich nutze... ich mache das halt über den Browser. Aber es gibt auch noch eine zweite Map. Ich glaube, die macht es anders. Aber ich habe jetzt mit der einen angefangen und ich mag die auch. Das ist aber das Einzige, wo sie nicht den Start und, Startpunkt anzeigen bei den Crocs. Ich verstehe nicht, warum. Weil alle anderen Dinge machen sie es ja. So, ich habe mir da manchmal so Guides auf YouTube angeguckt. Ach, von so einem komischen Typ mit Glatze und Brille? Meinst du den, Ori? Ich habe gehört, der soll ganz gut sein und eine angenehme Stimme. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Einfach gerade Shiny Entei in Kolosseum bekommen. Spielst du Kolosseum jetzt auch, weil ich das angefangen hatte? Habe ich dich so gesehen influenced? Oh, nein! Nein! Ich hasse das. Sexy Voice. Jetzt kommen gleich wieder die ganzen Cringe-Emotes, ich weiß. Mögen wahrscheinlich auch nur vereinzelte Leute. Das hier, das hat nämlich so einen Anfang- und Ende-Strich, wo ich anfangen muss und wo es endet. So ein Croc. Aber diese Blumen nicht. Diese Blumen einfach nicht. ich werde es nie verstehen, warum sie es da nicht gemacht haben. I don't get it. So, okay. Ich hab's hier jetzt im Stream nochmal erzählt. Ich hatte es halt in den Aufnahmen auch schon ein paar Mal erzählt. Nicht jeder von euch hier hat sich die Aufnahmen angeguckt. Ich weiß, deshalb sage ich es hier nochmal. So. Nee, das ist der, den ich noch holen muss. Da ist einer. Genau. Der Rest muss weggeklickt werden. Okay. Nein! I have mich verklickt. So. Da noch. Da ist auch einer oben. Ich muss mir mal ein paar Markierungen mehr setzen jetzt. Hier oben sind beide, die habe ich geholt, aber die waren, glaube ich, auch schon ein bisschen offensichtlicher. Aber einer war unten in so einem Stein. Beim Wasserfall habe ich auch. Oder wir. Ich sage halt immer gerne wir. Auch wenn ich der Spieler bin. Aber ihr geht ja so gesehen mit mir dadurch. Oh, den haben wir, den mal zwei. Der... Bei dem mal zwei haben sie nämlich auch immer diesen Strich gemacht, wo es anfängt. Es fängt nämlich einer hier an. Und hier ist auch noch einer. Und hier hinten, der ist geholt. Und hier noch einer und da. Ja, jetzt gerade beim Stream ist es sowieso noch angenehmer mit den Markierungen. Also mit den Markierungen habe ich mal gemacht, mal nicht. Da dachte ich, das ist dumm, weil ich das doppelt gemoppelt ist. Ich markiere hier, aber mache da meine Map ja eh. Aber nee, es ist mit Markierung wirklich sehr viel angenehmer. So, dann kann ich auch alles wegklicken, was ich jetzt markiert habe. Damit ich das nicht durcheinander komme, ne? Aber gerade im Stream sowieso besser, weil jetzt kann ich halt auch dann in Ruhe auf den Chat gucken. Warte, die Markierung kann ich jetzt weg. Die habe ich ja gerade geholt. Okay. Uri. Dankeschön. Schleimer. Einmal die Aufnahme aus, ja. Ich werde es aus dem Stream wieder rausschneiden, wie sonst auch, und hochladen. Der einzige Nachteil, wenn ich das mit dem Stream, wenn ich nicht die Aufnahme nutze, sondern den Stream,
Die Qualität ist ein bisschen schlechter. Ich glaube, das fällt bei so einem Spiel gar nicht mehr so stark auf. Es würde bei anderen Spielen wesentlich stärker auffallen, wo die Kamera schneller rechts, links geht. Hier nicht. Warum regnet das jetzt? Ja, hast mich getriggert. Warum habe ich dich jetzt getriggert? Ich habe doch das Entei gefangen. Ganz wieder typischer Typ, der diese Geiz macht, ja. Ich finde ihn auch irgendwie echt ein bisschen merkwürdig. Denkt auch mal, er ist der Geilste. Ah, ich habe doch das Set. Wie vergesse ich das Set? Obwohl ich das vor kurzem sogar schon vor ein paar... Jetzt muss ich noch sagen, Aufnahmen, nicht Streams. Habe ich das nämlich mal genutzt. Ach so, so meinst du das. Ich habe es geschafft, endlich. Gesetzt. Die Leute waren übrigens immer noch sehr... genervt oder fanden das doof mit dem Set, dass du trotzdem hier noch runterrutscht. Nicht beim Springen, sondern dass du allgemein immer noch runterrutscht. Ich mache jetzt da kurzen Dinger. Aber war sehr knapp. Wir sind ein Team, Poggers. Ja! Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber ich mache das auch. Ich sag sehr gerne wir, wenn ich aufgenommen habe. Im Stream weiß ich gar nicht, ob ich das auch so erwähnt habe. Beim Aufnehmen passiert das noch eher. Komischerweise eigentlich. Ist eigentlich egal, ob Stream oder Aufnahme. Auch wenn ich der Spieler bin, seid ihr dabei. Aber es gibt auch Situationen, wo ich dann wieder ich sagen wollte. Also manchmal gehe ich da so ein bisschen hin und her, ohne das zu wollen. Und viel helfen könnt ihr mir jetzt ja hier gerade eh nicht. Der Frosch tut sieht lustig aus. Ach stimmt, du hast das Spiel noch gar nicht alles geholt. Du hast jetzt, du hast jetzt alle Dungeons fertig, aber du hast den Endboss noch nicht gemacht, ne? Beziehungsweise du hast die Hauptstory noch nicht ganz fertig. So, sagen wir lieber so. Du hast einiges aber gemacht. Und wo, was für eine Situation meinst du das, Drew? Wo du in Wir-Form redest? Was genau machst du dann in der Zeit? Und ja, das Spiel ist übrigens recht leise. Also nicht wundern. Ich habe es schon lauter gemacht als... Ich kann es sogar noch lauter machen, aber das Spiel ist halt nur mal leiser als andere Sachen. Nicht wundern, wenn ihr es vergleicht mit dem Spiel von eben, ne? Gerade wenn ich kämpfe oder so, dann wird es wieder ein bisschen lauter. Ah, okay, okay. So, hier... Ah, da ist er! Ich glaube, diesmal nutze ich wirklich dieses fliegende Gerät. Weil da, wo der hin muss... Ich meine, gut, hier sind ein bisschen Hilfe. Hier ist Hilfe. Aber ich weiß, muss er nach oben oder nach unten? Der muss irgendwo ganz darüber. Machst du für mich mit, Chip? Kiro, du kannst den Endboss alleine versuchen. Wenn du... Das klappt. Da ist der. Nehme ich jetzt mein fliegendes Gerät oder mach das mit den Dingen, die hier liegen? Einfach auf dem Brett und der Ventilator mit dem Lenkelement ein Boot machen, was fährt. Ich habe das jetzt schon so oft mit diesem Ding gemacht, eigentlich könnte ich das auch immer auch mal lassen. Aber irgendwie ist da immer so der kleine, der Reiz da. Dass ich das mit den Dingen hier mache. Das Problem ist, glaube ich, jetzt nur, dass ich jetzt wieder mein fliegendes Gerät verliere. Was nicht so gut ist. Ey, Leute! Leute, wisst ihr was? Am Mittwoch, diesen Mittwoch jetzt, ist der 1. Mai. Feiertag. Das bedeutet, morgendlicher Stream. Das wäre übrigens ein super Tag, da auch nochmal Majora's Mask zu machen. Findet ihr nicht auch? Gerade an dem Tag, wenn Majora's Mask ja eh noch ein bisschen länger geht bei mir, alles zu holen. Ich finde eigentlich, ist es sogar eine gute Idee. Jetzt habe ich das jetzt gut gebaut. Oh, ich hasse das, wenn er das mal so weit nach vorne packt. Das passiert halt automatisch mal. Ich will das gar nicht. Feiertag, ich habe keine Zeit. Wie kann man an Feiertagen keine Zeit haben? Manju, du planst dein Leben total in die falsche Richtung. Du musst alles im Leben auf meinen Stream aufbauen. Montag, Mittwoch, Freitag, 17:30 Uhr da sein. Sonntag, 10 Uhr da sein.
Wobei, mittlerweile streame ich auch dienstags. Also auch 17.30 Uhr. Ich habe das jetzt einfach nur nochmal gesagt für Leute, die es auf YouTube nachher gucken. erstmal wieder eklig Werbung. Aber ich darf ja wohl auf meinen eigenen Kanal Werbung für mich machen. Ja, die Himmelsinseln sind leider auch nicht so das geilste geworden, Chip, wie man erst dachte. Wurde sehr angepriesen und ich war irgendwie mehr überrascht. Ich fand das, der Untergrund, glaube ich, war das, was mich mehr umgehauen hat. Aber auch nur anfangs. Nach einer Zeit war es dann einfach auch immer nur so more of the same, ne? Ich komme ja nicht zu dem hin. Warum nicht? Okay. Die Donnergrollinsel fand ich leider etwas und... Achso, das habe ich ja gerade gelesen. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme oder von der Uni und ich was anfange, dann sage ich immer wir, weil wir zu mehreren in den Raum waren. Aber eigentlich war ich diejenige, die zu dem Zeitpunkt was angefertigt hat. Wir haben das angefertigt. Drew ist einfach immer ein Teamplayer. Drew kauft alleine ein und sagt der ganzen Familie dann, wir haben eingekauft. Echt? Deine Familie schmeißt dich immer auf die Feiertage? Boah, da bin ich ein bisschen froh, dass ich sowas nicht habe. In dieser Art und Weise. Eddie, du musst 24/7 streamen. Das wäre nur möglich, wenn ich den Stream 24/7 laufen lasse. Also grob gesehen könnte ich das. Natürlich könnte ich den 24/7 laufen lassen. Ich meine, der hat ja schon sogar TV im Namen. Was sogar auch passen würde. Noch dazu. Das war übrigens wieder schön, die Fahrt hier. Jetzt müssen wir von hier aus... Ich habe extra da die Markierung gesetzt, wo es startet, ne? Nicht, wo es endet. Geht da links einmal hin, hol den, dann da rechts und dann runter. Hä? Vom Schloss, Kiro. Runter. Falls du das meinst. Eddie, du bist mein Leben. Das soll ich dir glauben. Ja, die Insel da unten, wo es immer nur Gewitter hat, ich weiß, den Himmel. Die fand ich jetzt auch nicht. Also die, du meinst die hier, diese Inseln. Ja, also sie war okay. Ich sag dir, was das Schönste an dieser ganzen Insel ist. Nicht der Weg hierhin. Das Schönste ist das hier, weil hier eine eigene Musik spielt. Ich weiß nicht, warum gerade dieses Stück hier eine eigene Musik bekommen hat, aber sie ist super. Wir können uns die ja gerne gleich mal anhören. Nochmal einmal wieder reinhören. Damit ihr es seht. Vielen ist das auch gar nicht aufgefallen, dass dein eigener Song spielt. Aber warum auch gerade da extra ein eigener gebaut, reingepackt wurde? Ja, genau. Schloss runter dann, Kiro. Und da geht's dann zum Ende hin. Meine Eltern fragen sich immer, warum ich in der Wir-Form rede. Hast du ja schon mal gut beantwortet? Sagst du, keine Ahnung. Ich kann nicht anders. Kommt einfach so. Aber wo ist der Croc jetzt hier genau? Da oben irgendwie drauf? Jetzt muss ich erstmal rumsuchen. Umkugeln. Aber 24/7 Stream ginge wirklich. Da müsste ich halt nebenbei einfach immer was laufen lassen, bis ich wieder streame. Man kann natürlich auch einfach Wiederholung streamen, aber das ist was anderes, weil es nicht richtig live ist. Und das sieht wie ein... Hier ist auch nichts, oder? Kann auch ganz unten sein. Oder von ganz unten nach oben. Da so eine Plattform. Einfach hier durch. Nee. Was lachst du da so? Hier gibt's nichts zu lachen. Oder ist er ganz unten? Noch weiter unten kann er sein. Weiß er nicht, ne? Ah, hier unter ist er bestimmt. Jupp. Ja. Ich habe mal gesagt, das war sogar in der letzten Folge, die ich aufgenommen hatte, dass die Blume immer da erscheint, wo man hinguckt. Je nachdem, ja gut, wenn du halt den richtigen Winkel hast. Damit du siehst, wo du hin musst. Aber jetzt durch jetzt nicht so gut funktioniert. Na, da oben ist auch okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Bei vielen geht's aber echt. Aber nicht immer geht's gut auf. Man sieht's halt auch hier. Ja, hier kann man es ein bisschen erkennen. Jetzt glaube ich nicht gesehen, weil die Cam davor war. Aber ja, eigentlich ist das oft so gebaut, dass wenn du die berührst, irgendwo im Winkel noch sehen kannst, wo die aufgetaucht ist. Außer du bist halt von der Kamera komplett entgegengesetzt. So, dann dahin.
Okay. Ja, Dyko, aber da müsste ich meinen PC 24/7 laufen lassen. Um das zu machen. Wir haben übrigens 762 Crocs. So viele sind es gar nicht mehr, ne? Ich bin auch irgendwie... Irgendwann bin ich echt froh, wenn ich das mache, fertig habe. Muss ich ja wirklich sagen. Auch wenn das Spaß macht teilweise. Es macht auch Spaß für mich, sowas immer dann auch aufzunehmen oder so. Und dann gewisse Themen runterzurattern. Oh, hier Mifa-Musik. Man muss es mal sagen, ich habe schon echt längere Zeit nicht mehr das Game hier gestreamt. Schon fast ein halbes Jahr her, ne? Ich weiß gar nicht, wann der letzte Stream war von TOTK. Ist schon über ein halbes Jahr, glaube ich, her. Ich meine, das Game ist bald ein Jahr alt. Schon. Ach, schön hier, oder? Guckt euch das hier an. Ist das nicht wunderschön? Ja, und dann kann ich wieder rumjammern mit dem nicht vorhandenen Fotomodus. Aber ich habe darüber schon zu oft gemeckert. Ich mache es jetzt nicht wieder. Sidon, wo? Nicht hier. Nicht hier. Erst die Frage, Kiro, wo Sidon Amiibo? Wo Tulin Amiibo? Hallo, ich guckt euch den Best Burp, der ist neben mir und ich habe ihn nicht als im Amiibo bei mir zu Hause. Was soll denn der Mist? Ja, BOTW wurde auch schon erwähnt, wäre auch mal wieder cool. Ich hätte auch Lust, das mal irgendwann wieder zu streamen. Ja, warte mal. Das habe ich gemacht. Ach, da muss ich hin. Ach, verdammt, ich bin völlig falsch gelandet. Ups. Ich habe ja gesagt, ich versuche jetzt nicht nur Retro-Achievement an Retro-Achievement zu hängen oder Retro-Retro in sich, sondern nur so ein Mix aus Retro und neuen Game. Bevorzuge zwar Games außerhalb der Retro-Kategorie immer noch ein bisschen mehr. Entweder mache ich 50-50 oder ich versuche 70-30 zu machen oder so. Oder 60-40 vielleicht noch. In Zukunft hier. Weil in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel Retro-Kram gemacht. Das war jetzt auch nicht ganz passend. Das ist doch dieser DLC von WTW. Ich würde was dagegen sagen, wenn ich es nicht teilweise genauso sehen würde. Ja, es ist halt schon irgendwie DLC-like. Ein ziemlich großer DLC. Ein riesiger DLC. Man könnte meinen, es ist ein eigenes Spiel. Aber schon irgendwo, ja. Nee, ist wirklich so. Der 12. Mai, dann haben wir schon bald. Ist wird das Game schon ein Jahr alt. Ich werde das Spiel dann auch nochmal ein Video machen auf dem Hauptkanal und darüber nochmal reden. Wahrscheinlich spielst du auch nur ganz normal. Aber ich werde da ein paar Sachen nochmal erzählen. Ich habe nämlich über das Spiel schon mal ein Video gemacht und meine Meinung geäußert. Da sind aber ein paar Sachen nicht mit eingeflossen. Wie das Ganze auch für Streaming so war, als Content Creator zum Beispiel. Oder wie viele andere Menschen das mittlerweile sehen, das Game. Was ich so mitkriege, ne? Auch von euch oder von irgendwelchen Sachen. Von den Social Media Sachen. Ich darüber nochmal reden. Mit dem ganzen Hype vorher, nachher, bla. Oh. Passend zum Geburtstag. Ich habe ja sonst kaum noch was auf dem Hauptkanal. Das ist halt irgendwie echt gerade tote Hose. Deshalb passiert da auch nichts. Letzte Video ist auch schon einen Monat her. Was willst du machen, wenn Nintendo nichts raushaut 2024, ne? Worüber man reden kann. Ich werde mir jetzt nicht irgendwie irgendwelchen komischen Quatsch aus den Fingern saugen.